Mach die Hände mal weg. Was ist das? Das ist ein Unterkiefer, würde ich sagen. Ui, da sind sogar die Hauer noch dran. Richtig, genau. Das ist vielleicht mal interessant, ja. Das ist ja cool. Das können wir Stefan so am Stück gleich mitnehmen. Ja. Da freut er sich drüber. Das ist der Unterkiefer vom Wildschwein, würde ich sagen. Um das Oma zu zeigen. Nee, das ist Reh. Das ist doch nicht Reh. Das siehst du doch an die Hauer. Ja, aber ein Reh hat doch so eine Hauer nicht. Doch. Ein Reh hat doch ein viel schnütiges... Bambi hat sowas. Killer-Bambi. Killer-Bambi. Ein Reh hat doch viel, ein schön viel kleineres Schnütchen. Ah, da fehlt schon ein Zahn. Aber vielleicht finden wir den hier. Vielleicht liegt der hier noch. Wo fehlt denn da hier? Hier vorne. Na gut, dann packen wir das Ding mal ein. Ja. Vielleicht noch so eine Tüte im Auto, hinten im Rucksack. Und Alex hat auch was gefunden und da hat er hier Leder gefunden. Lederreste. Und einen alten Spaten. Wo ist der? Den hat er neu gefunden. Das könnte vielleicht von der Panzerfaust nicht sein, weiß ich nicht. Keine Ahnung, mit der Führung da. Ich wüsste doch nicht. Könnte sein. Ein paar alte Flaschen lagen hier noch rum. Die sind auf jeden Fall alt und die sehen ganz nett aus, ne? Dann nehmen Sie die doch mit. Nee, ich hab hier noch. Da ist noch irgendwas. Schuhcreme wird es sein, wa? Schwarz. Lodix. Spezialschwarz. Teppen. Was? Teppentin-Ölkern. Das ist bestimmt DDR hier. Und bitte. Das ist eine alte Schippe. Tja, ob die von der Wehrmacht ist, ich weiß es nicht. Aber die bröselt auseinander. Hm. Und dann, was hast du noch? Das war eine Flasche OPEC da gefunden. Mhm. OPEC da. Die OPECTA GmbH war ein 1928 von Robert Feigs und Richard Fackeldey gegründetes Unternehmen der Lebensmittelindustrie mit Stammsitz in Köln. Unter gleichnamiger Marke, einem Kunstwort aus Obstpektin, aus dem Apfel, bot es vor allem Pektin und pektinhaltige Produkte für die Herstellung von Marmeladen und Fruchtgelees an. Also war das sozusagen ein Hilfsmittel oder Geliermittel gewesen. Und dann gibt es noch hier OPECTA als Markennamen und da hast du meine Flasche, die ich da gerade gefunden habe. OPECTA, Marmeladen und Gelees. Wenn man das also selber gemacht hat, hat man das gemacht. Und das könnte also tatsächlich von 1931 sein, weil 1928 wurde das Unternehmen gegründet und das ist Werbung von 1931. Stammt die Flasche also voraussichtlich von 1931. Ja, und damals wurden halt auch die Flaschen noch so gefertigt, dass da ein Schriftzug drauf ist. Hm. Dann erkennt man eigentlich, dass sie alt sind und die sind meistens sehr dick. Und schwer für die Größe. Haben wir also die Zeit rausbekommen. Und das stammt dann aus der Zeit, wo die Leute dann eben so Einwegmarmeladen gemacht haben. Hier. Ja, danke. Wollen wir die mal hier leer machen. Ein Stück drinstecken. Und dann rausholen. Den Sand. Eine sehr schöne alte Flasche. Ja. Naja, wenigstens schon mal irgendein Stück Geschichte. Ja. Autan Alex ist auch sein Spitzname. Autan Alex ist wieder on the way hier. On the walk. So, jetzt war Schluss. Jetzt kommt keine Mücken mehr. Man soll das aber auch nicht einatmen, ne? So, wir zeigen euch gleich den nächsten Fund. Ich wollte erzählen, dass man das eventuell schön in Oxalsäure legen kann, wenn ich das zu Hause mache. Dann mache ich das auch. Und dann gibt es davon noch mal ein Bild im gereinigten Zustand. Ja, das finde ich gut. Ja. Rico, zeig mir deinen Fund. Eine Flagge. Ist da drauf abgebildet. War mal eine Klingel, ne? Sehr schön. Und was ist das für eine Flagge? Ich weiß es nicht. Norwegen, hast du gedacht? Norwegen, Dänemark, vielleicht Schweden. Könnte sein, ja. Die würde ich auf jeden Fall mir wieder schön machen. Ich hole hier die ganzen guten Sachen raus. Fingerhut. Oh, da sind ja, sogar. Ja, kleine Verzierungen. Ne? Ja.
Leider ist er zerdrückt, aber trotzdem gut. Mein erster Fund für heute, habe ich schon ausgebuddelt, da seht ihr liegen, ein Knopf mit Öse. Das erste Anzeichen dafür, dass hier irgendwelche Leute waren. Ein Knopf mit Öse. Machen wir gleich mal weiter und gucken mal, was noch so kommt. Sonic ist da hinten irgendwo. Hier ist irgendwie so eine dunkle Stelle. Nebendran ist Wiese, also Waldboden, nicht Wiese. Seht ihr das? Hier ist so ein Streifen. Der geht hier mitten durch den Wald. Da liegt ein Ast. Dann geht dieser Streifen immer weiter. Da macht er so einen Schlängel. Ich habe mich gewundert, was ist das? Was ist das für ein Streifen? Das ist ein Weg von Ameisen. Der zieht sich hier durch den ganzen Wald. Und hier endet er wieder. Hier ist wieder dann so eine dunkle große Stelle. Ich habe den Ameisenhaufen gefunden. Der war jetzt hier direkt daneben quasi. Was denkt ihr, was für Ameisen das sind? Ich vermute ja, von Mika Fuska. Aber wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Es ist auf jeden Fall ein sehr kleiner Ameisenhaufen. Sehr flach. Also das ist quasi ganz, ganz mini. Vielleicht wurden die ja zerstört da hinten, weil das da so abgetragen aussah. Auf jeden Fall bauen die sich hier was. Hier mal in einem ganz neuen Waldgebiet unterwegs heute. Jetzt habe ich hier gerade diese Packung Würstchen gefunden und dann habe ich gerade noch 10 Pfennig DDR gefunden. Also die ersten Kleinigkeiten sind schon da. Was ist das? So, ich bin hier. Jetzt können wir sondeln gehen. Guck dir mal meinen schönen Fund an. Oh. Würstchen. Würstchen. 4,45 Mark. Wahrscheinlich habe ich jetzt die 10 Pfennig verloren. Na ja, egal. Die haben wir schon wieder finden. So, ich habe irgendwas Seltsames ausgebuddelt. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht wisst ihr das ja, diese Teil hier. Habe ich ja schon so ein kleines bisschen sauber gemacht. Vielleicht zum Düngen oder so. So ein Aussprüher von Düngemittel. Von so einem Pumpenwagen oder so. Denkt mal nicht, dass das irgendwas Gefährliches ist. Weil es hier hohl drinne, da war Sand drinne. Wenn ich das hier auch noch sauber machen würde, wäre da auch Sand drin. Ich denke mal, hier wird irgendeine Flüssigkeit durchgelaufen sein. Das könnte auch irgendein Sprüher gewesen sein von früher oder an irgendein Fahrzeug oder so. Mit so einem Sprühtank, wo das dann rausgelaufen ist. Das hat man ja meistens so, dass man da mehrere Öffnungen hat, wenn man hier so mit so einem Fahrzeug über das Feld fährt. Und dann das Feld bedüngt oder so. Jo, so sieht's aus. Ja, Sonic und Rico sind schon wieder zum Auto gegangen. Ich weiß ja nicht wieso. Das ist so schön hier. Das ist zwar warm, aber ja, ist doch ein schönes Feld hier mit Wald. Sonne gibt es hier auch, die Vögel zwitschern. Also ich fühle mich hier recht wohl. Gut, gehen wir mal weiter. Machen wir das Loch zugleich und dann werden wir mal schauen, was hier noch so kommt. Kurz hier wieder am Rhein hin. Rico hat da was gefunden. Das sieht aus wie ein Knopf, den du da gefunden hast, ja. Der ist schon ein bisschen mitgenommen, aber man kann erkennen, Hammer und Sichel. Von unseren sowjetischen Brüdern. Genau. Handelt sich dabei um einen sowjetischen Knopf. Der sieht aber eher aus, als wenn er nicht vom Zweiten Weltkrieg stammt. Das ist eher dann danach. Und ein Öse ist auch dran. Die haben aber auch schon mal in einem schöneren Zustand gefunden. Schön, wunderbar, schöner Fund. Alles voller Mücken hier. Ich werde umschwärmt, bin komplett vermummt. Und hier ist ein Fund. Ein Auto. Mokta Magdo Mercedes, irgendwie sowas. Kann das oben nicht genau lesen. Auf jeden Fall ein kleines Spielzeugauto. Erster interessanter Fund. Nach tausenden Müllfunden.
Uiuiui, Mücken. Es ist unglaublich, wie viele das sind. Man kann gar nichts machen. Aber zum Glück habe ich mich komplett vermummt. Mit Mütze, Ohrenschutz und alles. So kommen sie nicht ran. Jacke, Handschuhe, lange Hose, aber sie sind überall schwärmend um mein Gesicht rum. Aber ich will euch natürlich zeigen, was ich hier gerade gesehen habe. Autofund. Autofund? Nee, Autofokus hatte ich hier gerade gelesen. Nicht Autofund, Sichtfund. Ein Sichtfund habe ich gemacht. Scheint was richtig shootet zu sein. Boah, kann mich nicht konzentrieren wegen die Mücken. Ist unglaublich. Jetzt hat hier jemand eingehakt. Und dann hat er gemessen. Das ist so eine Art Maßband. 15 Meter Forstmaßband. Also was richtig hochwertiert und bestimmt auch teuer. Hat der Mann sich bestimmt geärgert. Oder die Frau. Wer auch immer dieses Forstding hier verloren hat. Boah, die Mücken, die kommen an meine Ohren. Ein sehr cooler Fund. Freue ich mich. Das werde ich mir genauer anschauen, was das genau ist. Also das ist natürlich ein Maßband, aber es steht ja nicht drauf. Ach doch, da kommt es. Ah. Das ist nur am Rand schwarz. Und dann kommt die Messung. Jetzt habe ich ein 15 Meter Maßband. Sehr schön. Da freue ich mich. Interessant hier. Alex hat gerufen, er meinte, er hätte eine Münze. Die schauen wir uns gleich mal an, oder? Reinigungsmittel. Das ist fit. Boah. Fit? Fit? Da kommt sogar noch ja, raus. Wasser kommt da raus, ja. Fit. Das ist hier nur fit. Das kennt doch jeder aus dem Osten hier. Ja. Fit. Wieder mal drauf. Die Kamera. 1,75 Mark. Ja, das kennen wir. Es gab nur Fit. Das ist quasi der Inbegriff von Spülmittel. Richtig, es gibt nur Fit. Also nicht. Sehr nicht, umweltfreundlich eigentlich. Nicht anders, sagen. Ja. So, ich habe eine Münze gefunden. Bitte einmal beleuchten. Ja. Das ist 10 Reichspfennig, würde ich sagen, wa? Oder 10 Rentenpfennig. Jetzt musst du doch nicht immer alles vorwegnehmen. Naja, ich sehe das aber schon, weil ich ja Kenner bin. Das hast du ja schon öfters mal gefunden, das ist ein Euro. Klar. Nein, das ist... Leucht mal richtig ruf. Man kann ja nicht erkennen. Ist das scharf? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Das sind 50. Boah, dieser Mücken, Alter. 50 Pfennig von 1924. Habe ich, glaube ich, erst einmal gefunden. 50 Pfennig, sieht aus wie ein 50 Cent Stück, wa? Deutsches Reich Rentenpfennig. Was sind das? 50 Rentenpfennig. Ja. Interessant. Sehr schön. Wusste ich gar nicht. 50 Pfennig, 50 Rentenpfennig. Die sehen aus wie ein 50 Cent Stück. Ja, die sind selten in 50er, ne? Ja, ja. Aber 10er habe ich schon, dass ich von 5er auch. Findet man, die 5er auch, 20er auch, aber 50er sind sie. Ich habe übrigens was ganz Interessantes gefunden. Und zwar habe ich hab hier eine Null gefunden. Jetzt können wir wieder meinen hier so, da kam wieder der Typ vorbei aus der Sesamstraße, der meinte so, ey du, leuchtet das Objekt an. Willst du eine Null kaufen? Aber es scheint irgendwas anderes zu sein. Das ist aber richtig schwer. Schön schwer und interessant. Ja. Hat irgendwie das Signal gebracht. Ich kann hier nicht lange hier sitzen. Wir fliegen die Mücken in die Ohren rein. Ja, ist nicht gut. Ach so, ich habe noch was gefunden. Ja, hier, ich habe irgendwann mal hier so was gefunden. Wenn jemand weiß, was das für eine Patrone ist und was für ein Kaliber und wo die herkam, aus Deutschland oder aus einem anderen Land, der möchte mal bitte Bescheid sagen, was das ist hier. Kenne ich so nämlich nicht. Sieht nicht aus wie K98. Ist so nicht Mosin-Nagant. Also ist was anderes irgendwie. Diese Patrone. Stiel. Das ist von der ja, vom Forst, ja, vom Seewerk, das ist doch hier so ein. Ach, das ist doch geil, das ist was Neues, wa? Das ist Logger's Tape, das ist hier so zum Ziehen, wa? Kannst du da irgendwie. Das ist ein 15 Meter Maßband. Alter, das ist schön. Das ist ein richtig guter Fund. Das ist ja richtig cool. Ja, das. Bestimmt teuer. 30 Euro bestimmt, oder? Ja, das können wir mal nachgoogeln, ja. Ja, ich habe noch hier. Made in England. 10 Cent gefunden, 10 Pfennig gefunden aus dem Deutschen Reich. Hier ist ein Hakenkreuz drauf, Paragraf 86a, wird wieder erwähnt, dass es hier nur zu geschichtlichen Zwecken gezeigt wird. Das Ganze und zur Bildung und zur
Veranschaulichung, was es für Geld damals gab. 1945, das Jahr kann ich jetzt hier so nicht mehr kennen, aber dort streichen den Adler und ja, den Hakenkreuz sieht man eben hier so ein bisschen. Naja, gut, ein Zinker, der in einem super Zustand ist. Ja, von der Rückseite her, von der Vorderseite her, eher nicht so. Ich meinte das eher auch ironisch. Ja, beliebst du etwa jetzt zu scherzen? Und das ist hier so Ortan, das brauchen wir jetzt hier, weil wir nämlich Mücken haben. Der hilft noch nicht so doll. Ja. Hier habe ich jetzt ein Gebiss gefunden. Könnt ihr mir sagen, was für ein Tier das ist? Ist auf jeden Fall ein Raubtier, ne? Denke ich mal, sehr klein. Könnte Fuchs sein. Oder Katze. Sind noch Haare dran. Noch nicht so alt. Wobei für Katze ist es ein bisschen groß, ne? Fuchs, würde ich sagen. Ja. Ich muss so anfassen, dass mich das nicht piekt. Ah, der piekt ja. Der piekt ja richtig dolle. Wo ist er denn? Was ist denn die Sicht hier von dem Igel? So, zeig dich mal. Igelchen. Jetzt gucken wir uns mal das Igelchen an. Hat er sich eingerollt. Mach mal hier so ein bisschen auf. Den Igel aufmachen. So. Oh, ist das ein niedlicher Igel. Der kleine Igel. Mit der Igelnase. Und der rollt sich richtig zusammen. Der ist also richtig wie so ein. Das ist wie ein Igel, wollte ich gerade sagen. Kommst du nicht ran? Das ist ja ein Igel. Da krabbelt doch irgendwas in ihm rum, ne? Flöhe und alles. Hab ich jetzt aber nicht an der Handschuhe. Musst du aufpassen. Kleiner Igel. Fass mal da so rein mit dem Finger. Ja, dann beißt er mich vielleicht noch oder nein. Irgendwas, wa? Nein. Mal Igelchen. Jetzt zieht er sich weiter zusammen, ja. Mensch, zeig dich doch mal. Wir wollen dir mal in die Augen gucken. Igelchen. Wir lassen den lieber jetzt in Ruhe, oder? Drehen ja. Mal wieder um. Ja, kleiner Igelchen. So. So. Ich lass mir wegrennen. Zack. Als ich mal so einen Igel angefasst habe, hat er erstmal richtig gezuckt und dann hat er mich gepiekt. Katastrophe. Ja, die Mücken, das ist unerträglich. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit noch gar kein Licht an. Ja, ich auch nicht. Also der Rico hat eine Münze gefunden, die müssen wir uns natürlich anschauen. Oh ja, ist irgendwas klein, ne? Ja. Guck mal, was ich gefunden habe. Ja, da kommt der Adler durch. Das war ein Messband, oder? Ja. Oder von der Angel? Nee. Ja. Nee, Mistband. Ein Mistband. Ja. Mitten im Wald. Maßband, ja. Na, vielleicht haben wir irgendwie. Ja, guck doch mal, Forstmaßband. Siehst du wohl gerade. 15 Meter. Na gut, das haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Ja, ja, da kommt er durch, der Adler. Zeig mal. Kann ich es noch ein bisschen zeigen. Da kann man es sehen. Sehr schöne Münze ist das. Die guten Münzen aus dem Kaiserreich damals. Hier. Naja, so viel liegt hier nicht mehr. Das sind so die Reste, die wir aus dem Boden holen. Alles leer gesondelt hier. Was ist denn das hier für ein Gebäude, Alex, wo du mich hingeführt hast? Ja. Mal das Russenkrankenhaus. Und früher war es ein Deutsches. Das ist offen. Hat einfach irgendjemand hier ein Kuscheltier hingestellt?